Zug. Und wir kommen zurück zu Die Reise ins All. Wir starten gleich voll durch. In dieser Höhle. Wie sieht es denn so charaktermäßig aus? Gut, sieht gut aus. Kann man so lassen. Moment. Bevor ich jetzt wieder irgendwas falsch mache. Das sind Tiere, nehme ich an. Ja. Käfer. Könnten auch Menschen sein. Kälte, Erde, dritte Schuss machen. Dann treten wir den voll in den Arsch. Dritte Schuss machen, Moment. Das kann er nicht schlagen. Wemmelnder Rambock, ist das effizient? Was glaubst du? Hm? Kälte war es, oder? Schön, wie ich es mir gemerkt habe. Fast schon. Okay, kann man machen. Ja, mit der Pistole reißt sie natürlich überhaupt nicht. Aber was soll's. Ich hab immer noch mein Scheitholz. Da tut jedes Mal aufs Neue weh. Na komm. Schieß das Vieh tot. Apfelgräfer, du. Danke für das unglaublich. Ist aber. Ich bin davon ausgegangen, dass du jetzt stirbst und so, ne? Jetzt kriegen wir natürlich den kritischen Treffer, ist klar. Gruppenhaltung 2 gelernt. Ach, das ist doch mal was Schönes. Das kann man gebrauchen. Das ist im Gegensatz zu diesem Raum äußerst nützlich. Komm, da hat irgendwas versteckt, oder? Wo ist der Schatz? Oh, mein Schatz! Gab die ganze Höhle um. Mein Schatz. Mein Schatz! Oh, ich habe einen Ring gefunden. Cool. Halt, nein. Ich will die Gruppenheilung ausrüsten. Obwohl, da könnte ich auch so Normalheilung benutzen. Ja, ist vielleicht aus. Ist, weiß wahrscheinlich Verschwendung, aber hey. Verschwendung ist gut. Wir haben so viele Ressourcen und sowieso alles hier, ne? Wo waren wir? Ach ja, nein. Da waren wir. Da. Hat die auch irgendwelche Angriffszauber? Nee, ne? Nee. Nein, nicht Deckung angreifen. Ach, was meint denn wieder? Voll ins Gesicht schießen. Bin ich der Einzige, der es ein bisschen übertrieben findet? Mit Pistolen auf Käfer zu schießen. Ja, bist du. Ach, und ich hab wieder, ne? Ja, ne? Egal. Frostwille auf einen Gegner. Das ist immer gut. Ja. Ich weiß, dass du Käfer nicht magst. Das ist voll gefährlich, Käfer, ne? Da müssen wir erstmal gleich die Artilleriegeschütze und so auspacken und die Panzer und Luftstärkung brauchen wir auch noch. Augen. Mein Graf, ein Erlebnis mit aktiven Vulkanen. Das erste direkt. Warum denn? War doch lustig. Das könnte auch heißer Käse sein, so wie der blubbert. Das könnte auch Butter sein, die schon seit 2 Jahren da im Kühlschrank liegt oder so. Das wird auch irgendwann Käse. Na, im Schatten lungen, gibt's bei mir nicht. Rauskommen, zack, zack. Oh, ich bin der Weihnachtsmann. Was für ein Prachtstück. Die geringe Schwerkraft des Mars springt wie Wachstumsfesseln. Aber genug von diesem botanischen Mädchen. Jetzt spricht der Schal. Oder so ähnlich. Ich habe das Gefühl, dass sie uns richtig platt machen wird. Ich greife mal an mit Schlaf. Ach, Gift, wie ich sowas hasse. Ja, Feuer, Kälte, Schlemmel gegen Gift. Element Luft und Sprungattacken. Sprungattacken. Aha. Ja, da habe ich jetzt gerade sehr viel zur Auswahl. Was muss man damit? Muss das mal gegen Gift und Luft. Ist Eis was ähnliches wie Luft? Es
gefrorene Luft. Allgemein, also... Das ist eine sehr große Zeitung. Helf. Ja. Wie groß soll denn diese Zeitung... Sie geht K.O. Nehmen wir jetzt einfach mal an, dass es gut ist. Also Eiskristall ist es schon mal nicht. Versuch's mal mit Flamme. Ich versuch's mal mit Flamme. Das ist irgendwie nicht im geringsten effizienter. Ich würde sagen, wir halten einfach mal drauf. Bastia. Bastia. Blindheit, Stille. Wenn ich ne... Unerhört! Ein Leute der Kavallerie! Das kann man ja gar nicht verrichten! Na, warte! erstmal das Mikrofon husten. Full run. Das kommt immer gut. Was will ich denn mit ihr machen? Keine Ahnung. Sie nimmt einfach ihre Pistole und macht einen kritischen Treffer mit 55. So, geht gerade jemand auf, dass sich das Mittagessen zur Wehr setzt. Oder so ähnlich. Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe schon wieder die Stimmen geändert. Was soll's? Also dieses K.O. finde ich echt nett. Das ist echt schön. Oh, bist du böse? Was willst du machen? Uns angreifen? Oh, es war ein harter Kampf, muss ich sagen. Also, zwischenzeitlich hatte ich echt Angst, dass er zurückschlägt. Also, es war wirklich... Ich werde bestimmt nicht im Nest einer toten Riesenspinne herumwühlen. Nana! Achso. Erst lesen, dann sprechen. Dafür war keine Zeit. Ja, na? Die teuerste derartige Unappetitlichkeiten auch lieber ersparen! Na nun, sie geben nach. Einfach so. Sie sind mich ebenfalls erstaunt, Herr Leutnant. Ich war schon ganz auf Stein eingestellt. Sie werden doch tatsächlich ein richtiger Schatz sein. Gehen wir. Ding! Aber wir sprechen gegeben! Lass mich raten, durch diese Tür kommen wir jetzt noch nicht. Oh, nur ein mannsgroßes Insektenwesen. Entschuldigen Sie, meine Herren. Nur! Im Wechsel scheinen ja ganz beunruhigende Fantasie zu entwickeln! Ah, meine Stimme gibt jetzt schon auf. Ich habe gerade erst angefangen, verdammt. Reich, wenn wir uns kurz einem ungewöhnlichen Gegenüber zu. Guten Tag, liebes Captier. Mögen Nektar und Larven deine Wege gleiten. Geht! Verlasst unsere Welt! Ohne Verkehr! Will etwa Handel. Händel. An, etwa Händel anfangen? Händel? Sagt mir das gar nichts. Wir zahlen! Dafür schicken die Herren keine Störer! So lautet der alte Pakt! Pakt? Was ist denn für Pakt? Die Kristalle! Klare reine Kristalle! Dann kennen den Wert. Kauf mir Ruhe. Und geht, bevor sie erwacht. Da ist nichts mehr übrig, das man wagen könnte. Schatz nicht. Sondern hat sie unsere Baum mit Furchten stecken gelegt. Das ist fremdformidable Exemplar einer Spinne mein, das sie durch die Gänge schlich. Besteht kein Anlass zur Sorge mehr. Die Gefahr ist restlos beseitigt. Oder komplett restlos. Ich hätte gerne ein oder zwei Beine in Form eines Hüt eingelegt. Aha. Ihr habt sie getötet. Sie, ja, ich betone es getötet, Schritt 7. Das vieläugige Ungetier ist erlegt worden. Jawohl! Was für eine Nachricht! Was für eine Nachricht! Sei große Last von unserem Bau genommen. Nimm das als Zeichen unseres Dankes. Ein Kristallreif. Ha, mein Auto ist auch manchmal gereifter. Der Kristall ist eine große Macht verborgen. Ihr werdet sehen. Nun geht und hört euch vor den Herren. Sie wissen sowohl um die alten wie auch um die neuen Kräfte. Ihr könnt das hier ein bisschen Freiheit mit Zahlen erkaufen. Aber ihr fallt ihnen lieber nicht in die Hände. Ach, wir kaufen das mit unseren Waffen. Funktioniert toll bisher. So, wo ist das Ding jetzt? Kristallreif. Aha. Soll ich vielleicht meiner Heilerin geben? Andererseits, Kreatur hat so wenig. Ich glaube, ich gebe es mal der Kreatur. Die hat so wenig Mana. Fühlt sich nichts mehr. So.
Der verbraucht immer viel zu viel Mana, oder? Da ist ja kein Mana, das ist Spezialangriffspunkte. Punkte, irgendwie so. Nein, kann ich nichts mehr tun, kann ich auch nichts mehr tun. Ah ja, richtig. Basierend auf meinen Spezialangriffspunkten, soll ich vielleicht nochmal aus. Da rausgehen, weil da ist voll Scheiße drin. Und was habe ich da überhaupt noch an Ausrüstung? Habe ich nicht schon alles verkauft? Habe ich überhaupt schon alle ausgerüstet? Jetzt ohne Ausrüstung rum. Seit Stunden! Ist doch niemand aufgefallen, dass diese Typen nackt rumlaufen? Oh! Oh, der. Oh, oh! Schön! Ja, aus. Wird's jetzt viel zu einfach, das Spiel, wenn ich die ausrüst. Das wäre doch auch mal was, hm? Ein No-Ausrüstungsrun oder so. No-Ausrüstungsrun. Okay, das Ding können wir verkaufen. Könnt auch gleich alle verkaufen? Ach nein, voll Unsinn. Nagel. Ich weiß nicht genau, was ich damit soll, aber ich heb mir mal auf. Ich nehme an, das kann ich auch einfach verkaufen, aber ich heb's mal auf. Warum habe ich... Warum kann ich das... Warum habe ich überhaupt Grashalme dabei? Und warum kann ich die verkaufen? Und warum kauft die jemand? Ernsthaft? Warum? Das gibt überhaupt keinen Sinn. Das ist doch total unsinnig. Dieses vollkommen logische Spiel ist damit ab absurdum geführt. Das schöne Geld. Na gut, ab in den Tank. Boom, tot! Die Tentakel haben das ganze Ding in die Luft gesprengt, wenn du schliefst. Ha, was verloren. Das wäre doch auch mal ein schönes Feature in dem Spiel, hm? Geschlafen, wirst in die Luft gesprengt. Ah. Das wäre mal eine neue Art, mich in die Luft zu sprengen. Das hatten wir schon, da ist auch nichts mehr, ne? Nein. Warum kann ich nicht einfach in die Schlucht springen und dahin laufen? Ist zu tief. Ach. So. Hallo. Oh Gott. Und Güdiger. Sehen Sie, was dort hinten für ein Wesen steht. Ja, ist bekannt. Ach, das ist aber unartig von Ihnen, Herr Leutnant, mich nicht gleich darauf hingewiesen zu haben, als Sie kürzlich schon ein anderes Exemplar dieser Art erspäht hatten. Sie wissen doch, wenn es unbekannte Vertreter... Vertreter... Ich hab's falsch gelesen. Wenn es um unbekannte Vertreter. Ja. Da fehlt auch kein Buchstabe. Nein, nein, nein. Der marsianischen Fauna geht, bin ich unersättlich. Muss gar nicht! Herr Professor, ein Freund der Jagd ist! Hat das ja zwar für wenig Was geben Sie dafür in kannibalische Absonderlichkeit von sich? Ich will das Wesen nicht verspeisen, sondern studieren. Also, Sie haben kürzlich schon eines gesehen? Kürzlich? Ist gut. War auf dieses Schnerfen in den Gängen und Burgfrank. Ich hab heute mit dem Sprechen nicht so, was? Was Bescheid, ey, Alter. Aber liebe Freund, Sie müssen sich irren. Wahrscheinlich hatten diese Wesen eine entfernte Ähnlichkeit. Nee, nee, nee. Habe langjährige Jagderfahrung und erkenne die Unterschiede einzelner Tierarten. Weiß genau, sie schon gesehen zu haben, auf der Erde. Eigentümlich, eigentümlich. Für den Fall von paralleler Gestaltwerdung. Na, jetzt ist meine Neugier erst recht entfacht. Schleichen wir uns näher, aber vorsichtig. Na, na, du Pelzgeselle, du bist vielleicht ein Keks. Das Krümelmonster. Schön. Zu ärgerlich. Ich fürchte, Gebäck wäre für das Wesen beängstigend. Hätte mir gerne näher angesehen. Aber eines steht fest. Sie müssen sich geirrt haben, Herr Leutnant. Sie müssen. Weiß aber, was ich gesehen habe! Mhm. Die Druckkammer, ein Schmelzstrahl treibt links. Muss ich nicht mehr in Funktion. Wie mein? Maschinen dieser Art ist es möglich, enorme Hitzestrahlen zu erzeugen.
Auch wenn ich auf meiner Expedition nicht alles über martialische Technik lernen konnte, ist mir doch so viel klar. Hier wurde große Mengen Eises geschmolzen und die Kanäle eingeleitet. Dann sind die großen Gräben trocken, weil dieses pelzige Schiff die Unterschied beschädigt hat. Da haben sie aber eine hübsche Theorie aufgestellt. Ursache, Wirkung, alles enthalten. Oh, danke sehr. Ich hatte schon immer das Bestreben der Wissenschaft behilflich. Da ist sie total falsch. Oh. Erstens. Das Gerät ist schon erkennbar länger nicht mehr in Funktion. Selbst wenn der Yeti noch etwas neugierig darauf herumgehauen haben sollte, hat das keinen weiteren Effekt mehr. Zweitens. Zu einer kompletten Schmelzmaschinerie gehört schon etwas mehr als dieses Gerät. Warum? Hier fehlt ein Umwandlerstutzen, Aggregatpumpen, Stahlkanonen aufsetzen. Ah, das klingt schön. Stahlkanonen! Klingt ja prächtig! Ja, ja. Stahlkanonen. Die erzeugte Hitze wird dadurch auf die Eiswand geleitet. Hm, wo war ich? Ah, drittens. Die Marskanäle sind ein viel zu komplexes System, um von einziges Wasserquelle angewiesen zu sein. Da alle Kanäle trocken liegen, scheint etwas vorzuliegen, über einen einfachen technischen Effekt an einer einzigen Stelle hinausgehen. Haben Sie denn schon eine Theorie, Herr Professor? Ich kann mir einfach nicht erklären, dass eine Zivilisation mit dem technischen Vermögen der Marsherren einfach so in ihre Wasseradern verfallen lässt. Warum nur? Ich stehe vor einem Rätsel und mein Bildband eben gedrängt. Teil einer ehemals komplexen Schmelzanlage. Das heißt, vor lauter Kälte im Fallen der Stadt. Kein Wunder, auf dem Mars können die Temperaturen in den Polgebieten rasch unter 140 Grad fallen. Oder minus 140 Grad. Wirklich? Das ist kalt. Sollte ich lieber eine warme Unterkunft suchen? Eine gute Idee, liebe Stimme. Gehen wir. Kann ich das Gerät nicht mitnehmen? Ach nee, ist ja nicht Monkey Island. Nimm Schiff, okay. Ein Eiskristall. Ich hoffe, ich habe noch keinen übersehen. Ja, Fußspuren, grafische Animationen. Oh, es ruckelt. Es ist zu viel. Nein. Hey, kann ich vielleicht von da aus mich in die Gräben? Nein. Verdammt. Immer diese Spiele, die getestet wurden. So, was haben wir denn hier drüben? Hier steht was. Mitte des Trios ist beständig, die anderen sind agil und wendig. Ich bin voll geheilt. Na ja, gut. Und im Rost sieht auch Zeichen verborgen. Aha. Blitzkraft zur Linken soll einer von dreien versinken. Meine Güte, sei es in Ordnung mit Ihnen, Herr Leutnant. Herr Spinnerei, ein gewisses Zucken! Verliert ruhig Energie? Nein. Nein, ich verliere keine Energie. Ach ja, Rätsel, so. Bla, also nochmal schauen. Blitzekraft. Der Blitzekraft zur Linken soll einer von dreien versinken. Ach ja. Okay. Ich habe kurz überlegt. So. Und dann kommt's! Am Bau! Wird immer schlimmer auf diesem Planeten! Sehen Sie nur, die haben scheinen wirklich zu sein. Alle Wetter, Sie haben recht, gnädigste. Ich bewege mal oben nach. Unten? Irgendwie so? Nein. Da bin ich noch nicht ganz richtig. Kann ich die noch in andere Position bewegen? Okay, Moment. Blablabla. Mitte des Trios ist ständig, die anderen sind agil und wendig. Was ist jetzt hier agil und wendig? Der Blitzekraft zur Linken soll einer von dreien versinken. Wie war das wieder? Haha! Ich bin genial! Das war allenfalls eine Herausforderung für ein Anfänger des Abenteuerwesens. Nein, mit uns. Und Größeres gewagt. Hoho, ich bin da. Spüre wieder diese alte Freude. Oh. Blecheimer. Genau, was ich brauche, um ein bisschen Wasser abzuschiffen. Der gesamte Raum scheint aus Metall zu bestehen. Genau, wie die da! Oh, ein Wachroboter. Roboter, ja. Roboter.
Ich kann jetzt einschätzen. Wir treten einfach mal ihm heftig ins Gesicht. Das Frost ist effizient, bestimmt. Bin ich mir sicher. Dann schauen wir doch mal. Feuer und Donnerschläge, Wasser, Rammangriffe schütteln ihn rein durch. Oh, er ist geschockt. Das ist ja ein Schock fürs Leben. Wie spendiert man eine Gruppenheilung 2 für alle? Geht gut los. Heilung. Oh, geben wir schon nach. Kann ich die auch so tun? Ich würde zu gerne einen dieser Hände aufeinander nehmen. Ach, die Schussel. Das war ich doch bereits. Oh, ich dachte, die wären alle geschockt. Das ist schlecht. So sagt mir das nicht. Mann, ich hab gedacht, die werden alle geschockt. Ja, ja. Das ist nicht zu. Mach die platt. Oh mein. Oh mein Gott. So. Ja, ja. Überwind du mal den Schock. Okay, sterben. Danke. Puh. Ich dachte, die wären noch geschockt. Das war nicht so. Diesen barbarischen Umgang mit Hochtechnologie verabscheue. Ich hätte die Menschen, noch mechanischen Männer, zu gerne unversehrt eine Untersuchung unterzogen. Ich bin mir sicher, wir werden noch ein Spielzeug für Sie finden, Herr Professor. Meinen Sie? Oh, das wäre fein. Spielzeug für Erwachsene. Bei näherer Überlegung klingt das reichlich zweideutig. So, reicht. Kolossal. Sehen Sie nur, was für Kräfte bewegt werden. Und das Spruch kennen wir, glaube ich, schon. Lächerlich. Einfach lächerlich. Diese Anzeigen können nicht stimmen. Solche Energiemenge bräche ich mit den kühnsten Vorstellungen. Sieht eher aus wie so ein Scheibenwischer, ganz ehrlich. Ein sehr schneller Scheibenwischer. So, einmal können wir mitnehmen. Sieh an. Selbst auf einer wasserarmen Welt. Wie dieser kann man auf Kühlflüssigkeit nicht verzichten. So, jetzt muss ich glaube ich wahrscheinlich noch mehr Rätsel lösen. Wo? Kann ich den ausweichen? Ich glaube nicht. Sagt mir jetzt mein Gefühl. Nein, ich stampfe hier. Ich stampfe mal voll ins Gesicht, wo ist. Was war Frostwelle? Oh, leck mich. Sowas hasse ich, so Flächenschaden. Ach nee, nicht meine Heilerin. Lalala. Also wie ich gerade eben sagen wollte, ich wollte nach links gehen. Ich will durch die Tür da oben gehen. Sonst fällst du fest in ihren Angeln. Ja, dann drück doch mal die Klinke runter. Links, rechts, links, rechts. Links waren irgendwelche Kisten. Ja, das ist sehr weise. Etwas Kühlflüssigkeit für die Maschinerie bereitzustellen. Ein Druckluftkanister. Ja, also muss ich wohl. Ich bomb gleich mal eine Gruppenheilung raus. Was auch eine gute Idee von mir war, glaube ich. Auch wenn vielleicht Gruppenheilung 1 gereicht hätte. Oh, sind jetzt alle geschockt. Aber dass der K.O. ist. Ich muss sagen, ich greife es mal drin. Wachrobe, ich weiß nicht, was die Wunde seines Kollegen ist. Was ist? Wie wär's, wenn du erstmal den Schock überwindest und dann was machst, hm? Diskriminierung vom Feinsten hier. So, mit dem sparen wir ein bisschen. So. Ja, 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 du willst. Deswegen spielen, ich weiß. So. Machen wir den noch platt. Das können wir auch so machen. Der bewegt sich eh nicht mehr.
Kann man überhaupt Roboter schocken? Mit einem EMP-Impuls. Ohnmacht beenden, zwei dann flamscht. Langsam werden die Attacken interessant. Medizinwasser und Riechwasser, ja. Was für eine fortschrittliche Apparatur. Mir schwindelt geradezu, wenn ich an die Lasten denke, die sie damit bewegen lassen. Ich kann damit zum Beispiel mein Pausenbrot hochheben. So, was haben wir hier? Ein Rohr. Was haben wir da noch so? Boah, schön ein Kraul. Da dreht mich jemand an. Will ich da wirklich rein? Bei einer Überlegung zweifle ich da gerade ein bisschen dran. Ich mach mal besser Gruppenheilung gleich. Nein, ach, ich gehe einfach davon aus, dass das auch da effizient ist. Wasser, Luft, Ramm und Sprungattacken. Wasser, Luft, Ramm und Sprungattacken. Also sowas zum Beispiel. Okay, dann drücken wir den. Das übliche halt rein. Ach, leck mich doch. Habe ich nicht sowas für die Gruppe auch? Ich glaub schon. Gegengift. So. Keine Kamera! Mit Dampf verdrehen, Gliederfüße! Füßen! Oh, wozu denn vergifte ich die denn? Entgifte ich die denn? Gute Frage, ist jetzt eh tot. Oh, richtig. Da war ja noch was. Wo wir noch schon mal dabei sind? Nein, das ist Verschwendung. So ist besser, glaube ich. Möglicherweise, eventuell bestünde die Möglichkeit. Sektor scheint relativ still zu sein. Was passiert, wenn ich hier nochmal drehe? Fährt die Anlage hoch. Westflügel ist bereits wieder in Betrieb genommen. Gästestütze, das warst du übrigens selbst. Noch einmal herzlichen Glückwunsch. Wo willst du das wissen? Da passiert gar nichts mehr. Den kann ich nicht ansprechen. Oder auch immer. Aha! Aha! So, was sehen Sie denn da? Zahnwerte! Famos, lieber Leutnant. Ganz famos. Er bringt es ziemlich gut auf den Punkt. Na, wer rät?